Nach ARD-Live-Show, Helene Fischer stürzte auf der Bühne. Konfetti wird Helene Fischer, 33, zum Verhängnis. Bei der ARD-Live-Show Schlagerkampions ehrte Florian Silbereisen, 36, die erfolgreichsten Schlagerinterpreten. Die Queen des Schlagers durfte dabei gleich drei große Auftritte präsentieren und räumte vier Auszeichnungen ab. Nach einer Wasser-Performance stürzte die Künstlerin hinter den Kulissen dann aber plötzlich. Wie die Bild berichtet, rutschte die Musikerin auf dem Bühnenboden voller Konfetti aus. Das goldene Glimmerpapier und ihre Absatzschuhe brachten den Topstar zu Fall. Doch Helenes Wachleute und die anwesenden Fotografen halfen der Künstlerin sofort wieder auf die Beine. Mit einem kleinen Schrecken, aber einem Lächeln auf den Lippen kam die 33-Jährige körperlich versehrt davon. Dabei rutschte die Sängerin schon während ihres abschließenden Auftritts mit einer spektakulären Wassershow ab und ging dabei baden. Zu ihrem Song Achterbahn hatte sich die Blondine etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In den Boden war ein Becken voller Wasser eingelassen, in dem sie und ihre Credin-Zuschauern eine fantastische Tanzeinlage boten. Nachdem Helene bereits ausrutschte, als sie in das Nass stieg, tauchte sie am Ende der Show erneut für einen kurzen Moment ab. Fandet ihr die Wasser-Performance von Helene Fischer zu gefährlich? Ja, auf jeden Fall, sie sollte sich etwas zurücknehmen, ein anderes Schuhwerk hätte die Stürze verhindern können.